Hallo Freunde, ich spiele auch seit 40 Jahren Schach, aber vom Gajewski-Gambit habe ich noch nie gehört. Wahnsinn, oder? Man lernt immer dazu. Und ja, was das für ein Gambit ist und welche Ideen dahinter stecken, das schauen wir uns heute an. Viel Spaß. Und damit willkommen zurück beim Schachstrategen. Schön, dass du da dabei bist. Wenn dir meine Videos gefallen und dir weiterhelfen, dabei ein besserer Schachspieler zu werden, lass mir doch gerne irgendeine Reaktion da. Danke dir. Das Gajewski-Gambit, noch nie gehört. Was ist das? Wir schauen uns mal an. Eine spanische Eröffnung. Und zwar die ganz, ganz alte, klassische Hauptvariante. Die geschlossene Stellung mit Läufer E7. Und sogar D7, D6 hier. Also gar nicht mal so mit Rochade und D5 Marshall-Gambit. Sondern mit D6. D3, 0-0, H3. Und hier sind wir jetzt so an so einer Rot. Jetzt sind Läufer B7 die Seitzer-Variante zum Beispiel. Oder Springer B8, das Breyer-System. Sehr, sehr beliebt. Aber auch der Zug Springer A5. Das Chirurgien-System. Absolut, ja, möchte diesen Läufer erobern. Der zieht sich natürlich zurück. Und jetzt kenne ich seit 40 Jahren im Grunde nur den Zug C7, C5. Und dann wieder Springer zurück und irgendwie Einfluss aufs Zentrum gewinnen. Und das Gajewski-Gambit kommt nämlich genau jetzt, indem Schwarz jetzt D6, D5 spielt. Also so eine Art verzögertes Marshall-Gambit oder wie auch immer man das nennen möchte. Im Gegensatz zum Marshall steht dieser Läufer halt jetzt auf C2 statt auf B3. Das ist einer der Unterschiede. Ob das jetzt besser oder schlechter ist ich musste auch zweimal hingucken, ich denke, das ist doch irgendwie eine Scherzpartie, aber nein, ist es gar nicht, ja. Weiß war ein IM mit 2,292, okay, über den Höhepunkt seines Zenits hinaus, aber kein Problem. Der Schwarzspieler, den kannte ich tatsächlich überhaupt nicht, habe ich auch kein Bild zu gefunden, aber ein sehr starker Amateurspieler, ja, und mit diesem Gambit hat er vielleicht auch seinen Gegner ein bisschen überrascht. Jetzt schauen wir uns mal zunächst einmal an, was ist jetzt die Idee davon? Ich meine, im Marshall-Gambit, da schlägt Weiß hier auf D5. Ja? Und dann ist eben dieses Tempo, weil der Springer noch nicht auf A5 steht, sondern noch auf C6, hat Weiß eben dieses Tempo, dass Schwarz hier auf D5 in meisten Fällen zurückschlägt. Ja? Und dann mit Springer E5 gehen die ganzen, die kennen wir alle, ich habe auch schon Videos zugemacht. Hier ist aber jetzt durch dieses E schlägt D, eben kein Tempo und Weiß gewinnt kein Tempo und Schwarz kann jetzt mit E5, E4 einen Gegenangriff starten und das ist mit so die Hauptidee. Ganz kurz hier, es gibt so viele Möglichkeiten, also so wahnsinnig oft wurde es noch nicht gespielt, ja, aber es gibt hier noch nichts, was Weiß nicht probiert hätte. D4, E mal D, D2, D3 wurde sogar schon gespielt und Springer E5, also alles wurde schon probiert. Ich bin da jetzt leider auch kein Experte, um zu sagen, das ist die beste Variante. Probiert es einfach mal selber aus und beschäftigt euch vielleicht mit dieser Variante. Sie wird bestimmt Spaß machen. Kleiner Spoiler. Magnus Carlsen hat in seinen Jugendjahren, naja, Jugendjahren ist übertrieben, aber so 2006 rum, hat dieses Gambit regelmäßig gespielt. Auch gegen Weltklasse-Leute. Ja? Und es wird also seine Idee haben. Von daher werde ich es vielleicht auch mal ausprobieren. Hier in der Partie hat er jetzt der Weiße auf D5 geschlagen und E5, E4 zugelassen. Und jetzt steht Weiß quasi vor dem Dilemma würde ich es nicht nennen, aber er muss eine Entscheidung treffen. Und zwar, der Springer hat angegriffen, kann natürlich wegziehen. Er könnte aber auch, und das ist übrigens auch in der Partie hier passiert, ne? Springer G5. Er könnte aber auch natürlich sagen, kleine Variante, ich gewinne diesen Bauern. Ja, kann er machen. Und nach Springer schlägt E4, sieht einmal der Läufer nach B7 und dann sehen wir schon, ah, dieser weißfältige Läufer, der wird dem Weißen so ein bisschen fehlen auf den weißen Feldern, ja, gerade entlang dieser langen, dieser Diagonale. D4, Turm E8, Läufer F4, Springer C4, ihr seht, Schwarz hat es gar nicht so wahnsinnig eilig, seinen Bauern zurückzuholen. Den kriegt er gleich sowieso zurück. Er würde am liebsten mit der Dame hier auf D5 schlagen, um diese Batterie hier schon mal aufzubauen.
Ah, und deswegen hat er jetzt präventiv schon mal den E7 gedeckt gehabt. Und nach Turm E2, Läufer schlecht E5. Das ist zum Beispiel eine der Partien, ne, zwischen Michael Adams und Magnus Carlsen aus dem Jahre 2007. Und die Partie ging Remis aus. Aber zeigt natürlich, dass auch ein Carlsen durchaus ja, irgendwas in diesem Gambit sieht. Okay, wir schauen uns wieder die Hauptvariante an. Hier hat Weiß nämlich jetzt den Zug Springer G5 gespielt und möchte jetzt mit dem Springer den Bauern auf E4 gewinnen. Ja, und dann das Läuferpaar behalten und sagen, dann habe ich einen Mehrbauern. Okay. Ähnlich wie im Marshall Gambit setzt Schwarz natürlich darauf, dass er möglichst schnell irgendwie seine Figuren rausbringt, eine Aktivität entfaltet, ja, so bevor Weiß seinen Damenflügel entwickeln kann. Er schlägt hier auf D5 und greift den G5 an. Und ja, was soll der machen? Der wollte ja sowieso auf E4 schlagen. Und der ist sehr interessant. Wahrscheinlich ist das hier so mit die spannendste und schönste Form, zumindest was ich so rausgefunden habe in meiner Analyse, in meinen Recherchen, ist wahrscheinlich die schönste Variante für Schwarz, so wie sich Schwarz das Gambit vorstellt. Denn er bekommt hier eine unfassbare Initiative. Und jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wir machen hier 0815 Züge wie Läufer B7 oder Turm E8 oder Springer C4, irgendwas, ne? Aber nein, jetzt geht's direkt ans Eingemachte. Schwarz spielt F7, F5 und greift diesen Springer mit Tempo an. Und sehr, naja, ein bisschen überraschend, der hat natürlich wenig Felder. Hier sind vom Läufer dominiert. Er hat nur ein Feld. Er muss nach G3 zurück. Und das nutzt dann der Schwarze aus, um dem Bauern noch einen nach vorne zu drücken. Und wieder mit Tempo. Und wieder hat der Springer nicht so wahnsinnig viele Felder. Er geht wieder ins Zentrum zurück. Aber jetzt kommt eben, ja, hier den Bauern stehen lassen, macht natürlich auch keinen Sinn. Ja, das Feld wollen wir ja für den Springer vielleicht mal haben. F4, F3. Und damit zerstören wir den weißen Schutzschild, ja, die Bauern vor dem weißen König. Und jetzt ist, glaube ich, gut erkennbar, mit einem offenen König, da hat man bestimmt immer Kompensationen als Schwarzer. Was soll Weiß machen? Er muss erstmal D4 machen, ja, damit der Läufer mal rauskommt, ein Bauern im Zentrum. F schlecht G2. Und jetzt haben wir hier eine Stellung, wo schon, naja, mehrfach, na, nicht allzu oft, aber ein paar Mal auf dem Brett war. Springer G3, Dame H5 und König schlecht G2 wurden hier schon ausprobiert. Alle mit so einem mittelprächtigen Erfolg. Und deswegen hat der Weiße hier gesagt, ich spiele mal was anderes. Ich spiele mal den Zug A2, A4. Und ich versuche jetzt mal, die Öffnung der A-Linie zu provozieren und zu sagen, hier, guck mal, auf A5, der Springer steht ja immerhin auch potenziell ungedeckt. Irgendeinen Nachteil muss das System ja auch haben. Ja, man gibt den H3 ab, okay. Dafür schlägt man auf B5 und gewinnt dieses Tempo auf den Springer A5. Aber jetzt müssen wir natürlich überlegen, so als Dynamiker, ja, dann hat man jetzt sicherlich schon so eine kleine Vorahnung. Man zählt ja, wir kennen das Verhältnis Angreifer zu Verteidiger, haben wir letztens kennengelernt, ja. Vielleicht kommt der Springer dabei, der Läufer vielleicht, der Turm hier. Die Dame kann dann sicherlich auch noch folgen. Also wir schieben alles Richtung Königsflügel. Und sagen, ah, vielleicht ist der hier gar nicht mal so wichtig. Wir schauen mal. Schwarz spielt Läufer H4. Und jetzt sehen wir, oh, mittlerweile stehen hier schon mehr Figuren von Schwarz als von Weiß. Ja, am weißen König ist auch ein lustiges Bild eigentlich. Aber man gibt natürlich diesen Springer auf A5 ab. Und ja, hier könnt ihr mal gerne reinschauen, ob ihr eine Fortsetzung findet, die für Schwarz interessant ist und erfolgsversprechend sein könnte. Und in der Partie folgte das, naja, vielleicht naheliegende, weiß man nicht, auf jeden Fall spektakuläre Turm schlägt F2. Wow, damit wird auch noch dieser Bauer auch noch entfernt, ja?
wenn jetzt die Dame noch hier rüberkommt oder dann wird es langsam eng. Auch so Turm F1-Manöver liegen dann ja auch in meiner Luft, um die Grundreihe auszunutzen. Und jetzt kommt der spannende Moment. Und so ein Turm auf F2 jetzt stehen lassen, ist ja auch brutal schwer aus weißer Sicht. In der Partie folgt der Springer schlecht F2 und Springer schlecht F2, also so, naja, ich fange mal andersrum an. Der weiße, der schwarze Turm F2 war nicht der beste. Aber nach Springer F2 kommt die schwarze Idee wieder voll zum Tragen. Gucken wir uns gleich an. Was hätte Weiß jetzt hier statt Springer F2 besser machen sollen? Das ist in der Praxis immer noch brutal schwer. Ja, und deswegen mache ich dem Weißen da auch überhaupt keinen Vorwurf. Hier muss man ja rechnen, bis der Arzt kommt. Ja, und dann sieht man noch Gespenster oder sonst irgendwas. Springer D2 ist ein Zug, der auch in den Büchern noch oder in den Kommentar von dieser Variante empfohlen wurde für Weiß. Nach Dame F8 einfach Läufer B3 spielen. Kalt wie Hundeschnauze, ja, sagen hier, der Springer D5 ist gefesselt, wir gewinnen da jetzt noch einen und so. Aber da muss man als Mensch natürlich erstmal hinterherkommen, ja, das ist natürlich Taktiken ohne Ende. Und Schwarz kann jetzt sogar auf D2 schlagen und damit einen Verteidiger des Feldes F1 noch entfernen. Ja, okay, diesen Springer gewinnt er sogar mit Schach und jetzt hängt auch noch der Läufer. Ei, wer soll das denn alles berechnen, ne? Und wenn Weiß aber stattdessen auf D2 nimmt, dann haben wir auch immer noch die Option Dame F1. Eieiei. Natürlich, es gibt noch Berge an Varianten, Feinheiten, Umänderungen, aber ich wollte einfach nur mal ein Beispiel zeigen, wie kompliziert das ist für beide Seiten und wie schnell man fehlgreifen kann. In der Praxis wird Weiß wahrscheinlich mehr Möglichkeiten haben, fehlzugreifen, aber kompliziert ohne Ende bleibt es in jedem Falle. In unserer Partie folgte halt Turm F2 und es kommt Springer F2. Und das ist wahrscheinlich der entscheidende Fehler, aber ist natürlich auch brutal, wie gesagt, in der Praxis für Weiß zu spielen. Denn jetzt kommt Läufer schlecht F2 und jetzt ist eben mit Schach. Und jetzt sehen wir natürlich, dass das hier, ich sag mal so, hier auf diesem Quadrat des Feldes, nur noch eine Figur von Weiß mitwirkt, ja immer keine Bauern mehr, kein gar nichts. Und bei Schwarz, der hat hier den Läufer. Die Dame kommt jetzt mit Tempo. Ja. Der Springer ist auch einsatzbereit potenziell. Der Turm kommt über F8 auch ins Spiel. Die Dame muss zurück und Turm F8. Ja, und jetzt sind wir wieder im Verhältnis Angreifer zu Verteidiger. Ja. Und Weiß hat ein Problem, denn Was soll er denn hier machen? Es droht Dame F2 zum Beispiel. Es drohen aber auch noch andere Dinge. In der Partie folgt B schlägt A. Variante. Auf B schlägt A6. Ja, mit der Idee, vielleicht diesen A-Bauern durchzurennen oder mit Turm D5 diesen Springer zu gewinnen, gibt es hier eine recht einfache Variante, nämlich mit Dame F2. Und wenn der König hochzieht, ist G1 Doppelschach und deswegen dann auch im nächsten hier matt. Das ist mal eine der Ideen, die Schwarz hier hat. Wenn Weiß jetzt den Punkt F2 deckt, gibt es noch eine zweite Variante, die für Schwarz ziemlich schnell und ziemlich einfach gewinnt. Nämlich den Zug Dame schlägt E1. Wieder mit Schach. Dame muss schlagen und dann kommt eben Turm F1. Und dann, geht der Bauer hier durch oder man gewinnt hier Haus und Hof und alles zurück und steht dann auf Gewinn, weil der Bauer natürlich auch noch durchgeht. Ja, und deswegen hat in unserer Partie hier der Weiße keine Möglichkeit mehr gesehen und es gibt auch keine, die Stellung zu retten und hat hier aufgegeben. Also, das Gajewski-Gambit in 20, 22 Zügen einen super schönen Sieg errungen. Ja, ich werde mich damit noch mal ein bisschen näher beschäftigen und das vielleicht auch mal in der Praxis ausprobieren. Also, dafür, dass ich es noch nie gehört hatte, gefällt es mir sehr gut. Noch Fragen? Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen.
und bis zum nächsten Mal.